Bayerns Landwirtschaftsbehörde hat im vergangenen Jahr den ersten landesweiten Wettbewerb durchgeführt, bei dem darum gekämpft wurde, wer den besten gebratenen Reis bratet. Die begeisterte Resonanz im vergangenen Jahr, mehr als 200 Teilnehmer kämpften um die Krone, veranlasste die Behörde dazu, in diesem Jahr die zweite Auflage des Wettkampfes durchzuführen. Dabei geht es dieses Jahr darum, den gebratenen Reis möglichst international und modisch anzurichten. In der ersten Runde vom 12. bis zum 20. November treten die Wettkämpfer zunächst in vier Regionen gegeneinander an. Am 21. Dezember kommt es dann zum Finale der besten Reisbrater des ganzen Landes. Die Behörde versucht mit dieser Aktion, mehr Aufmerksamkeit für gebratenen Reis zu wecken. Die besten Teams können ihre Gerichte als Tiefkühlkost in den Supermärkten Taiwans verkaufen. Auf diese Weise wurden in der ersten Hälfte dieses Jahres über 90.000 Portionen verkauft. Und die Sieger haben außerdem die Chance, dass ihre Gerichte von Fluglinien in den jeweiligen Clubs angeboten werden. Musik.